Ups, das passt ja gar nicht. So, jetzt kriegst du ja auch deine warme Jacke an, Faxe. Dass du nicht mehr frieren. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Tour hier und auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Vielleicht ein bisschen spät für frohes neues Jahr wünschen. Ist ja schon eine Woche alt das Jahr und ich wollte meine Neujahrstour ja eigentlich auch ein Neujahr unternehmen. Aber kurz aus der Haustür geguckt, es hat so stark geregnet, dachte ich mir, komm, machst du mal einen Sofatag fest eine Woche später. Und heute seht ihr hinter mir einen Sonnenaufgang. Der Himmel sieht schon vielversprechender aus als in der letzten Woche. Und ich freue mich, euch heute mitzunehmen auf eine hoffentlich schöne Tour hier durchs westliche Münsterland. Mal wieder vor der eigenen Haustür gestartet. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, deutlich mehr Radtouren zu fahren bzw. auch zu verfilmen für euch. Habt ihr euch ja auch gewünscht. Ich hatte ja in meinem Stream zwischen den Feiertagen gefragt, was soll ich machen? Was möchtet ihr gerne sehen? Habt ihr Ideen für mich? Habt ihr auch Touren vorgeschlagen? Versuche ich mal, viel davon zu unternehmen in diesem Jahr. Jetzt will ich auch gar nicht lange reden hier. Vielleicht noch eben, ihr habt es ja gerade am Anfang gesehen, mein Rad, der Faxe, hat es ja auch einen Namen bekommen. Und Faxe hat auch was zum Anziehen bekommen zu Weihnachten, nämlich einen Pullover für seinen Akku. Damit das Akkufach, was ja vorne total im Wind steht, bei der letzten Tour hier bei minus 10 Grad, am Dortmund-Ems-Kanal, da hat er noch ziemlich gefroren, der Akku. Und das mag der ja nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, das wird ihm wahrscheinlich auf Dauer auch schade, wenn man sowas macht. Da hat er jetzt einen Pulli bekommen zu Weihnachten. Und den habe ich ihm heute Morgen angezogen mit einigen Schwierigkeiten. Habt ihr ja gesehen, so ist das dann. Ne? Stellt man sich immer ein bisschen einfacher vor, als es dann im Endeffekt doch ist. Aber jetzt nicht lange sabbeln. Jetzt geht's los hier. Sonnenaufgang genießen. Das in Anführungsstrichen schöne Wetter genießen. Kleine winterliche Runde durchs Münsterland. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Ist heute Morgen auf jeden Fall schon ganz was anderes als bei der letzten Tour. Zum einen ist es deutlich wärmer, obwohl ich habe mich fast genauso angezogen. Und habe auch nur fast eine Schicht weniger. Und ist irgendwie nicht so in Anführungsstrichen schön, ne? Klar, so eine überfrorener Nebel, das wirkt natürlich immer schön. Es ist auch alles irgendwie heller, die Aufnahmen. Jetzt haben wir so ein bisschen Herbstvideo im Winter. Aber die Gegend ist ja trotzdem schön. Ja, bei der kleinen Steigung gerade hier 4% ist der Motor ausgeblieben. Nicht, weil der Akku schon leer ist. Fahrrad ist auch nicht kaputt. Nein, ich möchte in diesem Jahr auch ein bisschen mehr, ich hätte fast gesagt, Naturrad fahren. Biobike, wie man das auch nennen möchte, also ohne Unterstützung fahren. Und da mussten die Beine sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, ne? Wenn man das jetzt ein gutes Jahr gemacht hat, fast anderthalb Jahre, bei jeder Steigung immer gleich einen Motor an. Da muss das Fahrwerk sich erstmal ein bisschen umstellen. Und wenn ich bergauf fahre und rede, guck mal, bin ich doch ein bisschen außer Puste. So, weiter geht's. Das sind doch Schilder, aber die freut man sich doch besonders, wenn man gerade einen Hügel hochgefahren ist. Aber ich glaube, als Radfahrer bist Baustelle frei. Hab gerade erst überlegt, was bauen die hier, aber wenn ich mir den Untergrund angucke, hier ist es plötzlich Asphalt drauf. Das war sonst einfach geschottert, war auch okay zum Radfahren. Und eine Hauptverkehrsachse ist das hier, glaube ich, nie gewesen, weiß ich nicht. Hier auf dem Land Richtung Rosendahl bin ich unterwegs hier. Ja, Richtung Radbahn Münsterland. Schauen wir mal, ne? Das war sonst geschottert. Aber ihr habt ja gerade das Schild gesehen. Ich bin ja auch unterwegs hier auf der Deutschlandroute 3 und auf dem Eurovelo 1, ne? Also Europaradweg 1. Da muss wahrscheinlich was Besseres her als nur der einfache Schotter. Aber das ist schon hier, ne? Ich glaube, da wäre so manche Stadt im Ruhrgebiet froh,
wenn die Straßen in der Stadt so aussehen würden. Kannst du mal sehen, wie hier investiert wird. Tippitoppi. Ja, herzlich willkommen in Dahfeld. Ich liebe das ja immer so durch die Bauernschaften auch zu fahren, hier die alten Gehöfte so ein bisschen anzugucken. Was ganz Besonderes. Und auch hier, wie man sieht, nagelneue Asphaltdecke. Ne? Meine Güte, wird richtig was getan hier für die Radtouristen. Wow, tippitoppi. Aber hier nicht. Guck mal, kaum gelobt. Guckt euch das mal an hier. Kommt wahrscheinlich noch, ne? Na gut. Und direkt vor uns jetzt die Radbahn Münsterland, da oben. Muss ja eben gucken. Habe ich eigentlich zwar gar nicht geplant, hier vorbeizufahren, aber wenn wir schon so nah dran sind, alter Bahnhof Dahfeld, mal gucken. Ne? Guck mal, Weihnachtsbaum steht auch noch. Und so wie es aussieht, könnte man hier auch im sogenannten Winter das E-Bike laden. Denkt man nicht, dass jetzt rot bedeutet Ampelrot, sondern dass da Spannung drauf ist. Tippitoppi. Jetzt geht es weiter hier ein Stück auf der Radbahn, glaube ich zumindest. Mal gucken. Ja, ein kleines Stückchen. Nicht vor lauter Begeisterung wieder hier verfahren, oder? Ne? So, ich fahre jetzt hier gleich rechts weiter, aber hier links wollte ich euch zeigen, hier diesen schönen Radweg entlang der Landstraße da. Und das ist auch etwas, eine Errungenschaft sozusagen vom vorletzten Jahr schon. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Da sieht man aber doch, dass man den Radtourismus hier wirklich ernst nimmt in dieser Region hier im Münsterland und doch immer wieder was tun. Ne? Ich bin richtig begeistert hier heute Morgen schon. Muss hier öfter mal direkt Touren vor der eigenen Haustür unternehmen. Und ein Highlight hier in Dahfeld ist ganz bestimmt das Schloss hier in Dahfeld. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier also das Schloss Dahfeld. Und guck mal, kommen wir gerade genau richtig hier. Die Heiligen Drei Könige unterwegs. Morgen! Drei Weisen aus dem Morgenland. Tippitoppi. Hat was, ne? So ein altes Jagdschloss. So. Jetzt wird's ruppelig. Zumindest für mich. Der Wind Erinnerung wach hier. Ach, schon viel besser. Nach so einem richtig kopfsteinigen Kopfsteinpflaster weiß man hier so ein Feldweg richtig zu schätzen. Ich erzähle euch mal eben, woran ich mich hier gerade erinnert habe. Vor so ziemlich genau einem Jahr oder gut einem Jahr habe ich auch noch an dieser Stelle gestanden und euch erzählt, dass ich Livestreams machen möchte und dazu einen zweiten Kanal eröffne, also meinen Live-Kanal, Swoho Live. Und es ist mal gerade 2-3 Wochen her. Beim letzten Livestream habe ich euch erzählt, dass es die Livestreams dann nicht mehr geben wird, sondern die gibt es jetzt hier auf dem Hauptkanal. Der nächste ist Mitte Januar oder je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, war der schon. Ich verlinke euch jedenfalls dann den bevorstehenden oder die Konserve davon zum Thema Jobrad, dann der nächste Livestream hier bei Swoho. Thank you.
Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Ah, ja, Glück. Da habe ich aber Glück, dass er jetzt genau gerade zur Seite fährt, wo ich hier vorbei will. Tippitopp. Moin. Herzlich willkommen in Osterwick. Und Osterwick hat eine richtig, richtig schöne Kirche. Schauen wir uns natürlich an. Sag mal, der Fluch der Action-Cam. Eine unendliche Schärfe. Man kriegt nichts richtig scharf gestellt von nahem. Und man kriegt auch nichts richtig aufs Bild, was groß ist, wo man direkt vorsteht. Ne? So kein Weitwinkel, aber ein bisschen wegfährt. Sollte das was werden? Kommen wir so ein bisschen weiter weg, kriegt man das Ding doch viel besser ins Bild. Wie gut, dass ich die Strecke mit Komoot geplant habe, sonst wäre uns diese Sehenswürdigkeit ja auch verborgen geblieben. Der störrische Esel. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Herzlich willkommen, das dritte Mal in Rosendahl heute, diesmal Ortsteil Teil Holtwick. Und es ist noch nicht das letzte Mal, dass ich heute durch Rosendahl fahre, denn ich fahre in der 8. Und vorhin, wo die schöne Kirche war in Osterwick, da komme ich gleich nochmal vorbei in der Kirche. Also ich benutze da keine Filmszenen doppelt. Ich komme da wirklich zweimal vorbei. Das ist sozusagen der Mittelpunkt, der Knotenpunkt der 8. Von daher hätte man auch starten können eigentlich, ne? Und zwei Kreise fahren. Kann man wahrscheinlich auch ganz gut, ja. Und ich stelle die Strecke natürlich bei Komoot zur Verfügung und dann aber nicht von mir von der Haustür geplant, sondern wenn ich es nachfahren möchte, vom Bahnhof in Havigsbeck geplant, kann man dann schon mit der Regionalbahn 63 hinfahren oder auch mit dem Auto und dann da parken, kostenlos parken natürlich und dann auch schöne Touren hier im Münsterland fahren. Echt toll gemacht. Ne? Das ist in jedem Ortsteil von Osterwick so, dass der diese Bronzefiguren haben. Ups, fast die Kamera außer Hand. Hier ist auch noch eine. Sogar mit Schild. Schauen wir mal. Ne? Die Sage vom Holtwicker Ei. Genau, das Wahrzeichen des Dorfes. Das ist ein großer Findling. So, vor uns jetzt das gute Stück hier, das Holtwicker Ei. Kaum zu übersehen, ne? Das ist was Besonderes sein soll. Aber ganz hübsch gemacht, da kann man sich hinsetzen, hier auch im Sommer. Tippitoppi. Und wie ich ja gerade auf dem Schild gelesen habe, ein Findling aus der Eiszeit. Und wenn das so weitergeht, ist auch bald wieder Eiszeit. Aber nicht eine kalte Eiszeit, sondern wieder Zeit zum Eis essen, wenn das noch wärmer wird. Oh Mann, mal schauen, was dieser Winter noch für uns bereithält. Und eine kleine Ehrenrunde hier. Den Findling. Dann geht's weiter. So, hier rechts geht's zum Dorf Münsterland. Berühmt und berüchtigt bei Kegelclubs, Vereinsausflügen, Firmenveranstaltungen, hätte ich fast gesagt, jetzt hier. Also ein Partydorf mit verschiedenen Fire-Locations. Also Disco, richtiger Tanz, die Scheune heißt das, glaube ich, da zum Tanzen richtig. Und also so richtig so Paartanz.
und Live-Musik. Und da habe ich vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ob man da stolz drauf ist, weiß ich auch nicht, habe ich den Michael Wendler mal live gesehen. Ja. So eine Schlagerparty. Das ist auch schon lange her, 10, 15 Jahre bestimmt. Ne? Ja, so war das. Irgendwo da in Lechten, das Dorf Münsterland. So, da schon die nächste Kirche in Sicht und diesmal kein Ortsteil von Rosendahl, nein, diesmal hier der Ort, die Stadt, weiß ich gar nicht, Lechten und noch nicht mehr Kreis Coesfeld, ist jetzt hier Kreis Borken. Ja, Freunde, hier wird die Frage direkt beantwortet, ob es eine Stadt oder ein Dorf ist. Das Daliendorf Lechten, Blumenkorso Lechten. Guck mal, eine eigene Webadresse, die muss ich mir mal angucken, ne? Ja, mal schauen, ob ich da Zeit habe an dem Wochenende, fahrt vielleicht hier hin, ne? Blumenkurse gucken. Kannte ich jetzt ja nur aus den Niederlanden letztes Jahr da die Tour in den Tulpenfeldern mit dem Jaco gemacht. Und da waren wir auch in so einem Ort, wo die gerade so eine Blumenschau, Blumenkurse vorbereitet haben. Video verlinke ich euch nochmal eben hier oben. Und finde ich immer spannend sowas, ne? Gibt's nicht überall zu sehen. Also das Daliendorf Lechten. Guck mal, hier gibt es sogar einen Daliengarten. Da müssen wir rein, ne? Radfahren verboten. Ja, da schiebe ich doch glatt. Dann kann ich auch viel besser gucken. Tippitoppi. Guck mal, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch, ne? Schön, dass ich da bin. Schön, dass wir da sind, dass ich euch mitnehme hier. So ein bisschen Gelsenkirchener Barock, sagt man bei uns. Dalienpatenschaften. Aha. Das habe ich nicht gewusst. Ja, guckt euch das an. Da bin ich doch echt. Da bin ich doch schwer begeistert jetzt hier. Und das sieht man mir, glaube ich, auch an. Ne? Kriegt das Grinsen wieder nicht aus dem Gesicht. So kleine Modelllandschaften hier. Das muss ich jetzt mal genauer angucken. Da bin ich doch jetzt. Da kommt das Kind in mir durch. Ja, es ist wohl offensichtlich so eine Krippenausstellung hier. Kannte ich immer nur von Telgte. Telgte ist ja dann ziemlich weiter östlich rüber ins Münsterland. Und da habe ich schon mal von gehört. Gesehen habe ich den echt auch noch nicht, nur im Fernsehen gesehen. Die Krippenausstellung. Aber das hier, klasse. Hier offensichtlich das Thema Krippe sehr frei interpretiert. Dem Knusperhäuschen. Ja, alles kann ich euch jetzt auch nicht zeigen. Müsst ihr halt selber herkommen. Ja, und darum geht es jetzt weiter mit der Radtour. Ja, das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten hier. Vorhin schon mal erwähnt, das Partydorf hier, Dorf Münsterland. Jetzt fahren wir ein bisschen näher ran hier. Da hinten wird es ein bisschen heller, ne? Kommt da die Sonne raus? Wahrscheinlich, wenn ich nachher irgendwann zu Hause ankomme heute Nachmittag. Kurz bevor die Sonne untergeht, dann wird es sonnig. Aber jetzt geht es mal weiter hier von Lechten aus Richtung, ja, denk mal zurück Richtung Rosendahl, ne? Mittlerweile auch knapp 40 Kilometer unterwegs hier und 32 wären es noch. Das sind dann ja 72. Das ist auch wieder typisch für mich. Ich habe so 65 geplant und 72 wären es. Ne? Reichweitenangst. Nein, nicht wirklich. Obwohl, wenn es kalt ist, ne, hält der Akku nicht so lange. Also hat er ja einen Pulli, ne? Faxe hat ja was zu Weihnachten bekommen. Ein Pulli fürs Akkufach. Dann kann es ja was werden hier mit längeren Touren im Winter. So, abbiegen nicht vergessen.
Hier geht's lang. Genau 12 Uhr Mittag und da habe ich natürlich pünktlich mein Hüngerchen bekommen. Nach gut 40 Kilometern darf man ein bisschen was essen. Ne? Hatte bisher bloß eine Banane heute Morgen. Und da schaue ich mal, das ist gleich irgendwo, ja, ein Hüttchen muss es ja nicht sein, aber eine Bank sollte es schon sein, finde, dass ich ein kleines Päuschen machen kann. So, muss ich mal gucken, wo der Weg genau lang geht. Ich glaube hier. Guck mal, kommen wir so einen Wandelgang hier an. Da müssen wir mal schauen, wo wir gelandet sind, ne? Dormitorium. Aha. Dürften jetzt hier in Asbeck gelandet sein. Ich bin auch ein Reiseführer, da kann ich euch gar nicht genau sagen. Auf meinem Navi wird es nicht angezeigt. Ich habe die Strecke zwar, nein, ich habe sie nicht selbst geplant. Ich habe die bei Münsterland Tourismus mir wieder runtergeladen, nur angepasst auf zu Hause. Also es dürfte hier Kloster Asbeck sein. Wenn ich mich recht erinnere, guck mal, hier war ich da schon mit euch. Ich glaube, das war auch so ziemlich genau vor einem Jahr. Habe ich hier noch ein bisschen Winterfitness gemacht, oder? Nein, schon. So, jetzt ein bisschen warmen Tee trinken. Also ist eigentlich ganz angenehm. Es sind so knapp 10 Grad jetzt und kein Wind. Tippitoppi. Aber kein Winter, ne? Und ein bisschen das Ende vom Brot, da wo es immer kleiner wird. Und nach dem Essen gönne ich mir noch mal richtig was, nämlich ein bisschen mehr Motorunterstützung, wie falls im Tourmodus. Man gönnt sich ja sonst nichts. Seht ihr das Glitzern auf meinem Gesicht? Die Sonne ist rausgekommen. Tippitoppi. Kann die Augen offen lassen, besser ist das. Nicht übermütig werden hier. So, ist das Wetter so schön geworden, Sonne scheint so hell, ich weiß schon gar nicht, wo ich lang muss. Hier geht's lang.
I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. Ja, zum zweiten Mal heißt es heute jetzt hier. Herzlich willkommen in Rosendahl, Osterwiek. Diesmal auch bei Sonnenschein. Ja, bei dieser Durchfahrt nähern wir uns der Kirche jetzt ja von der anderen Seite. Der Weg ist noch viel prächtiger, ne? Noch viel größer. Auch schön gemacht hier, ne? Weihnachtsdeko aus Holz. Der ist echt. Keine Deko. Mittlerweile bin ich jetzt gut 4,5 Stunden unterwegs und ich habe ja das Rode Funkmikrofon, das Rode Wireless Go 2. Und mittlerweile ist vom Empfänger der Akku alle. Den Sender, das ist schon mal eher, dass sie nach ein paar Stunden den Geist aufgeben, dass man die austauschen, der 2 bei. Aber mittlerweile bin ich wieder angebunden jetzt hier mit dem Kabel am Mikrofon, an der Kamera angedockt sozusagen, nach gut 4,5 Stunden, also Akku alle. Bei den Temperaturen, das hält auch gerne mal 7-8 Stunden. Tja, ist dann so. Ne? Jetzt geht es hier runter auf die Radbahn Münsterland. Bin mal gespannt, was da knattert, weil der darf ja eigentlich gar nicht fahren. Aber scheint ihn nicht zu beeindrucken. Ne? Ich fahr mal runter. Ich bin auch heute wieder mit meiner Fahrradtasche hier von Falkenthal unterwegs, mit der Falk Pro 3 in 1. Und was sehr total praktisch ist, dass ich in das eigentliche Laptopfach hier auch immer super die Drohne reinpacken kann. Passt da genau rein und hat man das schön sortiert in der Tasche. Und wenn ihr für die nächste Radfahrsaison auch noch eine Fahrradtasche sucht, ich kann die Falkenthal-Taschen auf jeden Fall empfehlen. Bin jetzt seit gut anderthalb Jahren mehrere tausend Kilometer mit dieser, hier ist meine allererste, unterwegs. Und wenn ihr wirklich Interesse habt, hier in der Videobeschreibung, den Link zur Firma Falkenthal und mit dem Rabattcode 2.10 gibt es auch noch 10% auf das ganze Sortiment ermäßigt. Und jetzt auch Schluss hier mit dem Werbeblock. Jetzt geht's weiter nach Hause. Herzlich willkommen in Billerbeck, jetzt hier bei Kilometer 62. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Monaten durch Billerbeck gefahren bin und immer war hier irgendwie Baustelle, das Pflaster war raus, aber das ist offensichtlich jetzt ja fertig und man kann auch wieder direkt hier am Dom lang fahren. Eisdiele hat offensichtlich Winterferien, da gehört sich ja auch so, ne? So warm haben wir es ja jetzt noch nicht im Januar.
Guck mal, die Herren da sportlich unterwegs. Ja, bin mal gespannt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Habe ich ja zu Beginn des Videos gesagt hier, dass ich in diesem Jahr deutlich öfter auch mal mit einem Nicht-Biobike, sprich mit meinem Gravelbike unterwegs sein werde. Wahrscheinlich auch mit einem normalen Reiserad, auch ohne Motor, Reisen machen werde. Oder zumindest Ausflüge, auch mit Übernachtung. Und was ihr davon haltet. Schreibt mir es doch in die Kommentare, ob ich euch das auch zeigen soll. Oder sagt ihr, ne, wir wollen nur E-Bike-Videos sehen. Dann gibt es halt weniger davon, weil die Tour mache ich sowieso. So, mal schauen, dass ich hier wieder richtig rausfinde. Ah, herrlich. Kann man richtig weit gucken, jetzt wo Sonne rausgekommen ist, wo ein bisschen aufgeklärt ist. Ich freue mich. Ja, manchmal macht es auch Spaß, wenn es mit einem einfach nur bergab geht, so wie hier jetzt. Ich bin jetzt ja gleich wieder zu Hause und immer wenn man von Billerbeck aus dem Baumberg runterfährt, nach Havigsberg rein, kommt man hier an dem Sandsteinbetrieb Fark vorbei. Nein, ich mache jetzt keine Sandsteinverkaufswerbung hier. Das soll es nicht werden, aber ich mache mir jetzt mal selbst ein bisschen Druck. Ich mache jetzt im kommenden Sommer, also im Juli, gibt es 5 Jahre meinen Kanal als Bobo hier bei YouTube. Und ich habe mir eigentlich seit Jahr Nummer 1, seit 2018 vorgenommen, mal die Sandsteinroute zu radeln. Halt eine beschriebene Route hier im Münsterland durch die Sandsteingemeinde, weil ja auch viel aus Sandstein gemacht ist. Wieder hier abgebaut, der gelbe Baumberger Sandstein. Und jetzt, wo ich hier bei Fark vorbeigeradelt bin, ich kenne da jemanden. Ich ticker den gleich mal an und dann hoffe ich, dass es was wird. Ich mache mir jetzt selbst Druck mit der Ansage hier an mich selbst. Da muss es ja was werden, dass ich die Sandsteinroute radel und dass wir da mal reinkommen in den Betrieb und ein bisschen was über einen Baumberger Sandstein erfahren. Da freue ich mich schon drauf. Aber erstmal nach Hause radeln. Ja, hier im Hintergrund seht ihr das Sandsteinmuseum, das Baumberger Sandsteinmuseum hier in Havigsberg. Ist im Winter geschlossen, war ja neulich schon mal hier wegen der Ladestation. Gibt es auch einen netten Biergartencafé. Wie gesagt, im Winter geschlossen, aber ich dachte mir, ist der passende Ort, um die Tour jetzt hier heute zu beenden, um mich von euch zu verabschieden, wenn ich schon hier das Thema Sandstein nochmal explizit angesprochen habe. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich ein bisschen zu begleiten. Heute bei der ersten Tour 2023, jetzt knapp 75 Kilometer durchs westliche Münsterland bei zum Schluss auch sonnigen Wetter. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ruhig einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht habt, gerne den Kanal abonnieren oder auch eins von den anderen Angeboten, Tipitoppi TV zum Beispiel. Gibt es halt andere spannende Sachen, nicht nur Radfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.